So, wir fahren jetzt in die Babata, in den Babata National Park rein. Und die Buffalo Call Area machen wir heute Nachmittag als geile Tour. Es wurde uns empfohlen und wir haben ja noch nie eine geile Tour gemacht. Da sind wir gespannt drauf. Das jetzt den ersten Teil, Mahango Core Area, machen wir jetzt auf Selbstfahrer-Safari-Basis. Da wurde uns jetzt direkt mal erklärt, als wir bezahlt haben und unser Ticket hier gekauft haben am Gate, dass wir den einen Teil des Loops nicht fahren sollen, weil sehr viel tiefer Sand ist. Und es steht auch so ganz groß No auf dem Plan. Ich blende es euch auch nochmal ein. Ja, bisschen schade. Mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal alles, was uns empfohlen wurde. Es wurde auch empfohlen, eben besonders am Fluss lang zu fahren, weil es da deutlich tierreicher ist. Und eigentlich wollten wir aber auch die schwierigeren Stellen fahren, auch da, wo Sand ist. Einfach um auch ein bisschen zu üben für Botswana. Mal gucken. Vielleicht fahren wir es dann aber auch nicht, wenn eben jetzt explizit hieß, soll man nicht reinfahren, lohnt sich nicht und ist zu schwierig. Mal schauen. Und wir sind jetzt aber gespannt, welche Tiere wir so sehen. Die Uhrzeit ist nicht unbedingt die beste. Es ist jetzt Mittag und die Sonne knallt runter und es ist heiß. Aber ja, mal gucken. Heute Nachmittag dann der Game Drive mit Guide. Der ist dann ja nachmittags, wo man eh mehr Tiere vermutlich sieht. Wir sind trotzdem mal gespannt, was uns so erwartet. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video unserer Namibia- und Botswana-Reise. In diesem Video nehmen wir dich mit in den Babata Nationalpark und erkunden die Buffalo- und Mahango Core Area. Der Eintritt in den Nationalpark kostet uns umgerechnet ca. 15,50 Euro und wir starten mit unserer Self-Drive-Safari entlang der Flussseite in der Mahango Core Area. Hier nochmal ein Überblick über die verschiedenen Core Areas des Babata Nationalparks. Wir schauen uns jetzt erstmal die Mahango Core Area an. Das Mahango-Schutzgebiet zählt zu den kleinsten Schutzgebieten Namibias mit ca. 30.000 Hektar und man sollte hier ungefähr 3 bis 4 Stunden Fahrt einplanen, wenn man die verschiedenen Wege abfahren möchte und sich genug Zeit für Tiersichtungen nehmen möchte. Es gibt hier eine Vielzahl an Tierarten, alles was das Herz begehrt, neben Löwen und Elefanten, auch Leoparden, Hyänen, Wildhunde und Nilpferde und natürlich viele Antilopenarten und auch Affen. Wir würden euch empfehlen, ein Fernglas mit einzupacken. Das lohnt sich in jedem Fall und wir haben auf dieser Reise das Fernglas wirklich sehr, sehr häufig benutzt, um Tiere in der Ferne zu erspähen. Für alle Fotobegeisterten lohnt es sich übrigens wirklich auch, ein gutes Teleobjektiv mit weitem Zoom mit dabei zu haben, denn einige Tiere sind einfach in weiter Ferne und es macht großen Spaß, diese dann mit einem Teleobjektiv einzufangen. In sehr weiter Ferne entdecken wir dann auch unsere allerersten Büffel, die am Flussufer liegen. Insgesamt ist das Gebiet hier eher recht trocken, obwohl es direkt am Flussufer liegt. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir in der Trockenzeit hier sind. Es ist jetzt gerade Mitte September und der letzte Regen ist schon einige Monate her. Im Park gibt es auch immer mal wieder sandige Pisten, aber die lassen sich hier recht gut fahren, da sie nicht so tiefsandig sind. Und auch für Reisende, die noch nicht so viel 4x4 Erfahrung haben, auf alle Fälle befahrbar.
und dann entdecken wir eine riesige Gruppe von Hippos, die im Fluss liegen. Am Anfang halten wir es noch kurz für Steine, bis uns klar wird, dass hier wirklich zahlreiche Hippos auf einer Sandbank liegen und schlafen. Und das ist wirklich ein bemerkenswertes Erlebnis. Zum Wasserloch, die nicht mehr entlang des Flusses geht und 10 Kilometer lang ist, führt dann durch etwas tiefere Sandpassagen, aber auch die sind ohne größere Probleme machbar. Und ja, es lohnt sich, denn wir entdecken dort nochmal eine ganze Herde Elefanten. With the time.
Nach einigen Stunden Fahrt durch die Mahango Core Area fahren wir wieder zurück zu unserer Campsite und entscheiden uns recht spontan, bei einem geführten Game Drive mitzumachen. Das haben wir noch nie gemacht und wir wollen einfach mal schauen, wie das so ist, wie der Guide die Tiere so aufspürt. Und es ist auch für Nico mal nett, nicht der Fahrer zu sein, sondern mal ganz entspannt Tiere beobachten zu können. Und so lassen wir uns auf das Abenteuer ein. Läuft. Ja. Haben wir nicht Walking Tour? Und hier noch einmal der Überblick über den Barbata Nationalpark. Nun sind wir in der Buffalo Core Area mit dem geführten Game Drive. Aber hier hätte man auch als Privatperson als Self-Drive Safari reinfahren können. Das machen wir jetzt einfach nur, um es mal auszuprobieren. Sind auch hier die Straßen so gut, dass man hier problemlos alleine reinfahren kann und keine geile Tour benötigt.
Bei dieser Tour ist wieder eine kleine Pause inbegriffen mit kalten Getränken und ein paar Snacks. Normalerweise darf man in den Schutzgebieten nicht aussteigen, aber es gibt einige Picknick-Areas wie diese, wo das Aussteigen erlaubt ist. Uns erscheint zwar nicht ganz logisch, warum dieser Platz jetzt besser geschützt ist vor wilden Tieren, denn es gibt keinerlei Zaun, aber die Guides behaupten, dass die Tiere wissen, dass hier häufiger Menschen Halt machen und deswegen abgeschreckt werden und hier weniger gefährliche Tiere dann auftauchen. Als sich die Sonne langsam immer tiefer neigt, wird der Guide langsam unruhig, denn er hat uns noch keine Raubkatze gezeigt und man merkt richtig, wie er sich auf die Suche macht. Und er hat tatsächlich Glück und findet kurz vor Sonnenuntergang noch ein Rudel Löwen tief im Busch versteckt. Und das hätten wir auf jeden Fall nicht entdeckt, wenn wir dort alleine lang gefahren wären. So viel ist sicher. Und so haben wir einen wunderschönen Abschluss mit tollem Sonnenuntergang. Und auf der Fahrt zurück zum anderen Ufer unserer Campsite entdecken wir dann noch eine ganze Gruppe von Hippos im Wasser. Es war also ein erfolgreicher Abschluss des Tages. Aber für uns ist klar, so schnell werden wir nicht nochmal einen Game Drive machen. Wir fahren dann doch lieber selbst durch das Gebiet.